Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 2 mit unseren Stammis, diesmal auf dem Unigelände. Und wir sind mit Cody dabei in eine Studentenverbindung abgelehnt. Super. Ich hatte doch noch Zeit. Ja, ihr braucht mich nicht auszubuhen, ihr kommt sowieso alle dran, ne? Euch wird das Lachen noch vergehen, meine Liebe. Meine Lieben. Ja. Wir haben ja schon in 30 Stunden die nächste Abschlussprüfung. Sind eigentlich gar nicht mal so schlecht vorbereitet. Mit allen. Ja, das sieht doch alles ganz gut aus. Ach so. Jetzt haben wir uns ein bisschen angefreundet. Wo sind sie denn? Wir müssen doch eigentlich auch hier sein. Die sind wahrscheinlich ziemlich weit hinten. Ja, gut. Wie sehen denn deine Bedürfnisse aus? Schrecklich, wenn ich mir das so angucken darf. Und wie seid ihr so drauf? Wie wäre es, wenn du auch was essen würdest? Und du musst aufs Klo und duschen. Und du kannst dann hier aufs Klo gehen. Und duschen. Du gehst jetzt erstmal aufs Klo, bevor du schlafen gehst. So, mal gucken, ob es wieder einen neuen Nachschub gibt. Ja, natürlich. Ja, mein Gott, stellt euch doch nicht so an. So, du hast auch Hunger, deswegen kannst du dir dann hier auch noch Pfannkuchen holen. Solange noch welche da sind. Also ärgern wollte ich sie eigentlich nicht, ne? Ah, du willst dich wieder hinlegen. Okay, du stehst also auf die Kantinendame. Ist in Ordnung. So, wie sieht das denn aus? Wann muss denn wer weg? Ja, eigentlich drei müssen abends weg und eine um 12. Okay. Das geht ja gerade noch so. Dann kannst du ja hinterher ein bisschen Sauberkeit lernen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir mit unserem lieben Cody da jetzt in diese Dingens kommen. Oder beziehungsweise, eigentlich brauchen wir ja gar nicht in die Dingens. Wir können die ja auch einfach so anrufen. Was möchtest du eigentlich mal werden? Er ist im Moment Liebesgott, okay? Rockgott werden? Okay. Interessant. So, was könnten wir denn mit dir machen? Du könntest ein bisschen Körperpunkte gebrauchen. Und zwar könntest du dann einfach trainieren, ne? So, was ist mit dir? Du müsstest ein bisschen dein Charisma wieder auffrischen. Ja, gut. Nee, du brauchst jetzt nicht entspannen. Du gehst jetzt aufs Klo.
Und machst hier mal die Toiletten sauber. Dafür bist du zwar nicht zuständig, aber es gibt immerhin. Und es schneit. Es gibt immerhin Punkte, ne, auf die Sauberkeit. Darf man ja nicht vergessen. Du möchtest eine Billardwette. Computer spielen. Und schwimmen gehen. Ah ja, genau. Wenn sonst ja nichts ist. So. Du bist auch noch am Schlafen. Ja, hat einen Sauberkeitspunkt. Und wer Anton, der hat doch das letzte Mal schon war er am Flitzen. So, 2 Körperpunkte. Pia hat in einer Stunde Unterricht. Das heißt, du müsstest mal dein Buch beiseite legen. Und dann. So, dann lasse ich mal ein bisschen vorspulen. Vielleicht gibt es ja noch einen Körperpunkt. Reflektierender Glasspiegel erfolgreich verwendet. Alexander wird mit einem Charisma-Dingsbums. Ja, ist ja gut. Dann geh doch auch duschen. Meine Güte, die tut ja, als ob ich sie davon abhalten würde, zu duschen. So, und du stehst jetzt auch mal auf. Okay, du bist schon wach. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht so anfahren. So, oh mein Gott, du müsstest mal baden, meine Liebe. Du stinkst ja bis zum Himmel. So, was können wir denn mit dir machen? Du könntest ein bisschen kochen lernen, mein Freund. Und eigentlich könnten wir, warte mal. Wen hätten wir denn da? Iris Jung. Nee, die suche ich eigentlich nicht. Ach, sind die dann nicht mehr in unserer Liste? Nö, doch, da ist zumindest eine. Nur plaudern. Mi. Wir könnten die natürlich auch um ein Date bitten, ne? Wir hätten Abigail zum Date? Okay. Nein, ich glaube nicht. Toll. Wieso denn nicht? Willst du wenigstens vorbeikommen? Ich habe eh nichts Besseres vor. Ich komme dann gleich mal. Ist auch ein bisschen gemein, ne? Aber du stinkst ja auch. Warte mal, kann ich dich vielleicht dazu überreden, zu baden? Das ist ja schrecklich. Und wer bist du? Professor Robert Adam. Ach nein. Oh nee, die steht da auch nicht drauf. Super. So, dann können wir ja mit dir ein bisschen tratschen. Ja, ist ja gut.
Okay, gehört hat sie aber nicht, ne? Und dann können wir nach Ängsten fragen. Ich hoffe, sie kann uns schon irgendwie Antworten geben, ohne dass sie gleich, nee, ich sag dir gar nichts. Ohne meinen Anwalt. So schlimm sieht sie gar nicht aus, so schlecht, also. Toll, und dann müssen wir weg. Also ich melde mich nochmal bei dir. Wir können dich ja mal umgarnen. Auf jeden Fall funktioniert das. So. Du bist auf dem Weg zum Unterricht. Komfort? Habt ihr ja überhaupt keine Dingens. Gibt es denn wenigstens bessere Betten oder so? Also ihr habt momentan das Bett. Ich könnte euch das hier im... Moment mal, was ist das? 3? Und die Umgebung 1. Ein 4er. Also, das klingt zwar jetzt irgendwie komisch. Gibt's nur... Ah, 4, aber das ist 1000. Wir sind zu viert. Und außerdem sieht das irgendwie kacke aus. So, wer hat denn... Das packen wir auch weg. Dann kriegt er so eins. Natürlich, warte mal. Ich suche mir die Bettdecke, Bettwäsche jetzt schon aus. Und dann kostet das keine Bearbeitungsgebühr. Also es gibt auf jeden Fall gescheite Energie und Komfort. So, und du stehst mal auf, Madame. Du möchtest Essen servieren, ja. Du hast aber keine Zeit jetzt gerade für Essen zu servieren, ne? Du kannst es ja mal probieren, ob du noch was machen kannst. So, das da hatte ich, ne? Was kriegst du denn für eine Bettwäsche? Die ist doch ganz nett. Da. Dann haben die wenigstens auch gescheite Betten. Ah, du bist ja auch zu Hause wieder. Dann könntest du eigentlich direkt nochmal mit dem Kochen weiter weitermachen. Was machst du denn? Achso, du versuchst aus den Schlammbader zu tanzen, oder? Nee, den Volkstanz. Ich bin mal gespannt. Ob du alles in Brand setzt oder ob das... Ah, es funktioniert. Ja, direkt auf den Boden. Warte mal. Und dann gehst du zum Unterricht. Oh Mann, bloß nicht zu schnell laufen, ne?
Also die lassen sich sehr viel Zeit, muss ich ehrlich sagen, ne? So, unsere Jessie, die ist noch da. Mit der will ich mich auch noch weiter unterhalten, wenn dann unser lieber Cody zurück ist. In der Zwischenzeit gucke ich halt mal, was bei Pia so los ist. Oh meine Güte, wenn niemand da ist. Ich weiß zwar nicht, was das Anrufe filtern bedeutet. Vom Bücherregal direkt an die Dingens. Und du hast einen Kochpunkt gekriegt. Das ist schön. Ah, du bist da. Du bist da. Du bist... Hallo. Ah nein, Ich dachte, ich hätte dir ein anderes Bett hingestellt. Nee, komm da mal wieder raus. Das ist nicht das richtige Bett. Ich hab dich vergessen. So ein Kack aber auch. Habe ich ihn einfach vergessen? Ach, nein. Du kriegst dann so eine Bettwäsche. So, wie wär's? Naja, gut, das wirst du nicht schaffen. Ja, ist ja gut. Hier steht doch jetzt ein Bett. Es tut mir doch leid. So. Moment. Und er mag sie nicht? Aber, ach so, sie fiebert mir schon wieder hinterher. Bewundern. Reden, plaudern. Freundschaftlich umarmen sollte doch jetzt eigentlich auch machbar sein, oder? Ach, hallo, du bist ja wieder da. Benutzen. Säubern. Hallo. Nein, du sollst sie bewundern. Alter, bist du schwer vom Begriff? Noch 13 Stunden. Das geht ja wie im Flug hier. So, Hände klatschen können wir ja machen. Wo ist denn unsere liebe... Ah, da ist sie am Rumgeistern. Ich denke mal, jetzt haben wir noch Zeit, so ein bisschen zu flirten. Oh, sie stinkt ja. Oh, hat das jetzt jemand mitgekriegt? Oder war das jetzt ein Minus auf das... Na egal. Auf jeden Fall musst du aufs Klo. Und du solltest... Ich warte jetzt noch, bis du den Punkt hier gekriegt hast. Und dann kannst du gerne deine Bedürfnisse mal auffüllen. Und kannst dann auch ins Bett gehen. So wie ihr alle, ne? Na, du hast Hunger. Paarberatung lernen. So, du hast auch noch Hunger, dann kannst du dir die letzte Schale hier nehmen oder Reste nehmen, genau. Da ist ja auch ein Teller Spaghetti drin. Footbag spielen. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Ich hab Hunger. Die ist irgendwie durchsichtig, ne? Ist das gesund? Naja, gut.
Auf jeden Fall mache ich hier einen Cut und wir sehen uns in einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.